Moin Jungs und Mädels, ich bin's wieder, euer Flushi zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe Online. So Leute, ich komme frisch von der Arbeit und ich kann es auch auf jeden Fall kaum erwarten. Ja, es wird wirklich sehr ganz schön heiß werden und zwar habe ich mir hier Chilischoten gekauft, Habanero Mix. Ja, ich lasse alles fallen, wahrscheinlich. Ich hatte ja bereits schon eine Aufnahme gemacht, aber unglücklicherweise waren die Dateien beschädigt. Deswegen muss ich leider jetzt die Aufnahme nochmal starten. Und ich hatte ja mit dem Dönersenf ja gespielt. Ich habe ihnen das leider aber nicht gesagt, was passiert ist. Nichtsdestotrotz werden mir gleich ein paar Freunde nachjoinen, als auch der Dönersenf und einige auch. Also ich bin echt gespannt. Also werde ich jetzt mal global gehen, wo ich dann auf die Fresse kriegen werde wahrscheinlich. So, ich möchte mit euch ein bisschen noch etwas quatschen. Und zwar geht es ja um Mario Kart 8 auf der Wii U. Ich hatte ja vorgehabt, oder ich möchte ja noch einen letzten Part aufnehmen. Und zwar soll das wirklich auch was Besonderes sein als 400. Part. Deswegen habe ich mir mal vorgestellt, dass ich einen längeren Part machen werde. Also so sprich, denke ich mal, eine Stunde uncut vielleicht. Und ich werde auch nebenbei auch Musik im Hintergrund laufen lassen. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, was ich denn als letzte, also allerletzte Mario Kart 8 Folge machen kann, dann lasst es mich wissen, bitte. Also, ich würde mich mega freuen. So, ich könnte auch sonst ein Turnier machen, aber jetzt nicht mit Geld, ne? Ich will ja nicht pleite werden, also 500 Euro waren ja für mich schon genug gewesen. Ja, aber ich habe noch nicht den Kollegen gefragt, der die 500 Euro gewonnen hat, ob die wirklich jetzt bei ihm angekommen sind, die 500 Euro. Also der Gewinner meines Turniers. Ich habe noch keine Antwort bekommen von dem, also ich hoffe mal nicht, dass es jetzt auf dem Fremden jetzt gelandet ist, auf dem fremden Konto. Das wäre natürlich nicht so geil. So. Weil ich habe das schon erfahren, dass mein Bruder mal aus Versehen ein Freund oder irgendjemand Geld überwiesen hat und einfach aus Versehen ein falsches Konto überwiesen hat. Alter. Aber das kommt wahrscheinlich davon, wenn man aus Versehen vielleicht eine Zahl vielleicht falsch getippt hat oder so, ne? Bei der IBAN-Nummer. Das passiert, glaube ich, schnell, aber ich weiß nicht, ob das der Grund dafür war. So. Außerdem bin ich am Überlegen, also wegen mein neues Internet. Ich habe ja bereits ja einen neuen Router von der Telekom gekauft und Magenta XL gebucht. Ja, ich habe erfahren, also ich dachte mir jetzt wirklich, dass es eine Woche dauern könnte, bis ich dann jetzt wann denn die Geschwindigkeit schneller wird, also weil ich habe immer noch keine 250 Mbits, also das könnte tatsächlich, habe ich jetzt von einem Kollegen erfahren, einen Monat sogar dauern oder ich habe keine Ahnung, also ich habe damit echt, mich nie auseinandergesetzt und deswegen, ich hoffe mal, wenn das, also ich habe jetzt erfahren, so ein Monatsanfang, theoretisch. Aber ich rede mal gleich weiter, bis gleich. Ich habe mich nie auseinandergesetzt. Und deswegen, ich hoffe mal, wenn das, also ich habe jetzt erfahren, so ein Monatsanfang, theoretisch. Aber ich rede mal gleich weiter, bis gleich. So, ich denke mal, dass das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt wenn die Geschwindigkeit jetzt schneller sein sollte, ne, dass ich dann wahrscheinlich die Aufnahme machen werde. Also wenn ich jetzt den letzten Mario Kart 8 Part machen werde, damit natürlich der Upload dann schneller geht, ja, also weil ich hab das jetzt aktuell noch nicht vor. Also wenn das Internet immer noch so scheiße langsam ist, habe ich auch keinen Bock, dann so lange zu warten. Ihr wisst ja, ey, wenn das
ungefähr schon 12 Minuten dauert, 12 Minuten Videomaterial, dann muss man schon mit 4 Stunden rechnen oder so. Also ungefähr, ja, das ist wirklich absolut zum Heulen, hier die Verbindung. Aber ja, ihr habt euch auch schon bei mir dran gewöhnt, ne? Also ich hoffe mal wirklich, dass sich das Monatsanfang ändern wird. Also ich habe auch echt Bock zu streamen, also wenn das endlich dann losgeht. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall auch Unterstützung, ey, was das angeht mit Livestreaming. Also wenn ihr euch auch bereit erklärt, also wenn ihr euch damit auskennt mit Livestreaming, ja, würde ich mich mega freuen auf eure Unterstützung. So. Gut. Die Japaner, ich kann das nicht glauben, dass sie immer noch am Spielen sind, ey. Die haben jetzt 18.28 Uhr, ja? Und die haben jetzt bestimmt mitten in der Nacht, ey. Unfassbar, Alter. Habt ihr überhaupt keine Hobbys, ey? Ich kann's nicht fassen, Alter, echt. Das ist unfassbar, ey. Wirklich, ich frag mich, ob die überhaupt noch Leben haben oder so, ob die irgendwie noch was anderes machen außer zocken, Alter. Ja. Du kannst halt nie wissen, wie alt die sind, ne? Das kann auch ein alter Sack sein oder ein Kind oder was weiß ich. Ja. Alter, es sieht gefährlich aus, Alter. Einer. Okay, ja, ich werde nur angegriffen und ab. Kriegt alles ab hier vom Feinsten natürlich. Oh mein Gott. Okay, aber ich muss jetzt auf jeden Fall ganz schön nach hinten gucken, Alter. Die sind mir alle aggressiv, ey. Kranke Scheiße. Soweit ich gesehen habe, hat mich noch kein Freund nachgejoint, weil die Gruppe einfach immer noch voll ist. Tut mir leid für euch, dass ihr mir nicht nachjoinen könnt. Aber der Döner-Senf auf jeden Fall hatte mir geschrieben, dass er ja anscheinend kann, aber ich habe gesehen, dass er nicht online ist. Also gehe ich mal davon aus, dass er nicht mitspielen kann. Aber zwei andere auf jeden Fall. Mal gucken, ob die sich noch blicken lassen. Dann werde ich euch gleich erwähnen. Ja, wenn ihr auch da kommt und bis gleich. Ja, ich habe auf jeden Fall einen guten Platz gemacht, also kann das weiterhin verschont bleiben. Scheiße, das sieht schlecht aus. So, ich habe jetzt mal die Gruppe gewechselt auf die Hoffnung, dass die Freunde mir noch joinen können. Aber es ist immer noch voll, ey. Unfassbar, Alter. Die Japaner haben überhaupt keine Hobbys, Alter. Es sind so Massen von Japanern noch unterwegs, ey. Unfassbar, ey. Oh, Mann. Okay, also ich hoffe mal, dass sie das überhaupt noch schaffen. Ja. Das ist echt ätzend. Das ist wirklich... Ich hab auch schon erfahren, dass einige von mir, von den Freunden auch hier Disconnect gehabt hatten und Alter, also ja. Ansonsten versuchen wir es ja beim nächsten Mal. Das ist wirklich vielleicht nur ein Pechtag heute. So. Okay. Oh mein Gott! Ich habe den nicht aktiviert, immerhin. Das war natürlich Glück. So. Mir ist aufgefallen, dass auch einer aus Südkorea am Start ist. Also, das sehe ich eigentlich selten. Also, zumindest Marokko hat 8. Sehe ich ja meistens nur Japaner oder so. Aber auf der Switch kommt das schon mal vor, dass auch Koreaner mal spielen oder so. Ja. Aber so auf der View habe ich das nie gesehen. Kann sein, dass ich mich vielleicht irre. So. Boah, ich überlege, worüber könnte ich noch sprechen? Also, wenn ihr weitere Vorschläge habt, welche Challenges ich nutzen kann oder machen könnte oder was für Bestrafungen, was Ekliges, also ihr könnt mir Vorschläge geben, was ich denn essen soll oder trinken soll. Soll auf jeden Fall angemessen sein, ne? Nicht, dass ich jetzt meine eigene Pisse trinken muss oder meine eigene Scheiße essen muss, also nee, das glaube ich auch nicht, nicht geeignet, also das, nee, das ist nicht jugendfrei, glaube ich auch. Also das wird auch niemals veröffentlicht werden, sowas. Ich habe keinen Bock auf Konsequenzen, ey, wenn YouTube das sieht oder so. Okay, da kommt die Blusche und ich komme, ich glaube, ich muss mal anhalten, weil das macht keinen Sinn, Leute.
Ey, guckt euch das an. Ich bin einfach zu gut, ey, für die. Also, da muss ich mal extra anhalten oder einfach mal runterfallen. Aus Absicht, ja. Damit die mal hier einen Vorteil haben. Im Gegenteil, ich. So, ja komm. Überholt mich alle. Ich soll ja die Challenge machen. Oder die Bestrafung. So, Leute. Dann nehme ich mal erstmal zum ersten, also zum ersten Mal hier die hier erstmal. Und zum Schluss dann die rote. Also ich habe jetzt keine andere Farbe sonst. Also guten Appetit. Das soll anscheinend auch wirklich ganz schön scharf sein. Also es steht besonders scharf. Ja. Ja, das hat schon Power, sage ich mal. Also, ich will nicht wissen, wie die rote sein wird, wenn ich das nächste Mal failen werde. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dann werde ich locker schon eine Flamme rausspucken, ey. Also ich merke schon die Hitze, ey, in mir selber. Aber ich glaube nicht, dass ihr jetzt seht, dass ich jetzt rot bin im Gesicht. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich gerne scharf esse. Also vielleicht ist das sogar bei mir schon abgehärtet, sage ich mal. Weil ich esse immer gerne scharf, so kommt drauf an. Jetzt zum Beispiel, ich esse auch immer gerne scharfe Pizza. Mit Jalapeno und so und oder Diavolo oder wie das hieß oder auf jeden Fall liegt das daran, dass ich nicht so also so eine so, ja, ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich mir auf jeden Fall die rote zugreifen. So, oh, ich wollte den Sand noch ziehen. Damit. Oh fuck jetzt, Alter. So. Ich habe echt, wie soll ich sagen, echt ein schlechtes Gefühl, dass meine Freunde nicht joinen können. Also es tut mir echt leid, dass ihr das nicht schaffen könnt. Ich hoffe mal, dass wir das beim nächsten Mal gemeinsam irgendwie noch in der Gruppe schaffen. Ja, also beim nächsten Mal wird das hoffentlich klappen. Scheiße, Alter. Okay, aber ist richtig. Ich muss ja failen. So. Gut, ich habe auf jeden Fall noch gute Nachrichten für euch. Und zwar kann ich endlich wieder mit Camtasia Studio 8 arbeiten, also mit dem Renderprogramm. Ich habe zuletzt ja mit Sony Vegas gearbeitet. Das Problem war mit dem Programm gewesen, dass ich die Aufnahmen, ja, von der USB, vom USB-Stick nicht direkt also im Renderprogramm reinziehen konnte. Also, weil mir immer ständig die Meldung gekommen ist, dass ich dass die Videos nicht dass da irgendwie Probleme gab. Ich kann jetzt nicht genau sagen den Grund leider. Auf jeden Fall kann ich mit Camtasia Studio die also die Aufnahmen direkt bearbeiten, ohne die Videos direkt vorher so auf YouTube hochzuladen, ja? Also das ist nicht mehr jetzt diesen Akt. Das ist wirklich ätzend. So, ich habe jetzt auch gefailt, deswegen muss ich jetzt nochmal zugreifen. So, und der Zito hat es auch geschafft, oder Citro, wie er heißt. Ja, ich kann es auch mal sehen, ne? Ja. Ah. Damit ihr seht, dass ich ja nicht schummel. Aber nehmen wir mal Cheese Sand, nehmen wir mal als letzte Strecke, ja, hoffentlich. Ja, weil er jetzt mir nachgejoint ist, erst mache ich mal ein Zusatzrennen. Aber der, wie heißt der nochmal? Der Bro Fire oder wie der heißt? Fake Fire. Schatz. So, Leute. Das Highlight oder das letzte Rennen für diesen Part.
Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Hitze jetzt als vorher. Also es hat sich jetzt tatsächlich verstärkt. Boah, okay. Ui, ich hoffe, ich schaffe das noch. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie die rote wird, ey. Junge, Alter. Das geht schon echt auf die Zunge, ey. Oh. Oh. Ich soll mich nicht so anstellen, Alter. Was ist das denn, ey? Junge, Junge. Huh. Ja, man sollte auch niemals als Abkühlung oder was soll ich sagen, man macht ja meistens immer den Fehler, dass man ja als Ablöschung Wasser benutzt oder so. Aber das versteckt man dadurch, wisst ihr? Also niemals Wasser nehmen, wenn man sich das, ne, wenn man seine Zunge abkühlen will. Also das macht man dadurch nur noch schlimmer. Eine Lösung wäre natürlich Brot oder so zu nehmen und zu essen oder Milch. Ist auch eine Alternative. Ja, Herr Pana, kein Wunder, dass du das ausnutzt. Und danke für die Krone. Oh Mann, habt ihr echt keine Hobbys? Wollt ihr nicht schlafen gehen oder was? Oh Mann, ey. Was wollt ihr noch im neuen Leben erreichen, ey? Ohne Witz. Also, das meine ich damit, ey. Heftige Scheiße, Alter. So. Ja, ich glaube, damit kann ich nichts mehr reißen, ey. Also, das wird schon mal nach hinten losgehen. Also, ja. Gut. Ja, ich habe kein Item mehr. Gut, ich bin schon mal raus. Ah, Citro. Schön, dich zu sehen. Oh, Mann, ey. Aber ich hab's verkackt, Alter. Ich hab's verkackt wie sonst was. Gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Joinen, Chito. Ja. Bro, Firebro, oder wie du heißt. Ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal klappt. Oder Fake Fire. Mein Gott. Ich muss mir die Namen besser. Also, ich sind das halt. Das hat wirklich neue Leute. Und deswegen muss ich mich an den Namen gewöhnen. So, haut auf jeden Fall rein. Gebt mir ruhig Vorschläge. Und was ich für Challenges später machen soll. So, Leute. Ihr wollt es ja sehen? Och nee, Leute, kommt. Ey, nee. Beim nächsten Mal mache ich definitiv die rote. Ich spare mir das diesmal. Ja, ich bin eine Pussy, ja. Sorry dafür. Boah, Leute. Das war's. Haut rein.